Eingeschlossen im Unfallwagen, das ist Horror. Jetzt heißt es, nichts wie raus. So, bei uns geht's heute nur ums Kaputtmachen. Allerdings für einen guten Zweck. Wir wollen zeigen, wie man Leute aus dem Auto befreit. Dafür gibt's viel Werkzeug. Zum Zerschlagen von Scheiben, zum Schneiden von Gurten. Bei einem Autoverwerter unternimmt Autobildredakteur Stefan Züch seinen Feldversuch, welche Gerätschaften sich zum Einschlagen von Scheiben und Durchtrennen von Sicherheitsgurten eignen. Die Preise reichen von umsonst, nämlich der Stein, bis zu 66 Euro. Aber egal ob günstig oder teuer, der Test zeigt, eine harte Spitze ist wichtig und eine geschützte Klinge. Was ist eigentlich mit einem Stein? So ein Viech findet man neben Unfallstellen eher als irgendwas anderes. Wir haben es ausprobiert und das Ergebnis ist überraschend. Also mit dem Stein ist es gar nicht so einfach, wie wir gesehen haben. Mehrmals musste ich zuschlagen. Hier oben im Bereich ging gar nichts. Es war wieder der Punkt hier unten in der Ecke und dann zerbröselt die Scheibe. Aber man braucht viel Kraft. Was macht man eigentlich, wenn man kein Rettungswerkzeug dabei hat? Man greift zur Kopfstütze, die hat nämlich zwei Stahlstangen. Ich habe es mit dieser probiert, bei der hat es überhaupt nicht funktioniert. Hier sind die Enden zu rund. Es gibt Kopfstützen, da sind sie spitzer, da könnte es funktionieren. Meine Erfahrung ist, wenn man so eine Scheibe einschlagen will, sollte man an den Rändern schlagen. An diesem Punkt geht es besonders gut. Hier oben scheitert man meist. Ich bin jedenfalls meistens gescheitert. Also hier unten ansetzen und dann gezielt schlagen und Vorsicht, es splittert trotzdem nach innen auch einen Teil. Bei einem Unfall muss man Leute vielleicht aus dem Gurt schneiden. Da kommt man als erstes auf die Idee, man nimmt ein Messer, ein Taschenmesser, das man vielleicht im Auto liegen hat. Problem, die feststehende Klinge. Bei Panik kann man sich hier den Bauch aufschneiden. Also Finger weg davon, lieber ein Rettungstool nehmen, wo die Schneide innen liegt. Da ist die Verletzung nicht so groß. Da kann man dann ganz einfach ansetzen und vom Körper wegschneiden. Man braucht etwas Kraft, aber in der Regel geht es doch ganz gut. Ein bisschen problematisch, aber der Gurt muss ja auch eigentlich was halten. Bei Rettungswerkzeugen kommt es nicht darauf an, dass sie möglichst groß und schwer sind, sondern dass sie praktisch und multifunktionell sind. Also am besten eins mit so einem innenliegenden Messer, dann kann man sich nicht verletzen, wenn man den Gurt durchschneidet. Und sie brauchen eine kleine Spitze. Mit dieser Spitze kann man dann nämlich hier im unteren Bereich schlagen, dann löst sich die ganze Scheibe auf und man ist schneller am Unfallopfer. Ich hoffe, Sie werden ihn nie brauchen, aber Sie sollten darüber nachdenken, sich ein Gerät zu kaufen. Und das Gerät dann am besten so im Auto verstauen, dass es in Notsituationen auch griffbereit ist. Im Handschuhfach oder der Beifahrertürablage ist der Nothammer sinnlos.